Hallöchen Leute, Tobias ist hier. Heute mal wieder mit einer Tierlist. Wir sind bei Gen 3 angekommen. Die ersten beiden Gens sind wir schon durchgegangen. Heute endlich Gen 3, für viele auch die Lieblingsedition. Schauen wir mal, was wird. So, fangen wir an mit Gagabor. Gagabor into Gewaldro. Hier haben wir auch eine Mega-Evolution. Aufwertung bewirkt, dass nicht sehr effektive Attacken dem Ziel trotz des Typennachteils normalen Schaden zufügen. Vorteil von Mega-Gewaldro ist natürlich auch, dass hier nochmal der Drachen-Type dazukommt sogar. Und zieht auch nochmal Elektroattacken an. Und erhöht stattdessen den Spezialangriff, was auch nochmal sehr, sehr cool ist. Weil an sich hat Gewaldro sehr, sehr viele Schwächen. Fehldrache, Käfer, Flug, Gift und doppelte Eisschwäche. Ist eigentlich crazy, wie viele Schwächen man hat, oder? Wir haben ja einen sehr hohen Spezialangriff und eine sehr hohe Initiative. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen, aber wir sind auf alles andere als tanky. Also offensiv tipptopp, aber defensiv Werte. Vor allem auch mit dem Typing ist aua, aua, aua. Wir haben Ränkeschmied zum Boosten. Wir haben Drachenkräfte, was halt natürlich sehr, sehr ordentlich Damage macht, wenn wir halt Full Life sind. Mysto, Schwert und Schocksam sind auch mal nochmal sehr nett. Damit können wir Spezialverteidigung reduzieren. Ich glaube, die defensiven Werte sind einfach viel zu bad, oder? Was meint ihr zu Gewaldro? Ich meine, wir haben natürlich eine hohe Initiative, dass wir so gut wie alles outspeeden können. Und eigentlich bekommen wir dadurch immer First Attack. Du hast natürlich auch Drachenkräfte. Wenn du halt First Attack hast durch die 145er Initiative, mit einer 150er Step-Attacke, knallt natürlich schon ordentlich. Aber es ist genug, um Solo-Carry zu sein. Man sogar fast als schwacher Solo-Carry. Aber das können wir... Die Kategorie haben wir nicht. In der Regel haben wir eigentlich die Pokémon in Solo-Carry-Potenzial gemacht. Die Pokémon, die sich halt boosten können. Und dadurch auf jeden Fall alles fertig machen. Aber wir sind halt so schnell, dass wir eigentlich uns nicht boosten müssen. Klar, wenn du einmal Ränkeschmied durchbekommst, dann kannst du schon sweepen vielleicht. Ich glaube, Gewaldro, wenn du, weiß ich nicht, zum Kampfbeginn einmal einen Ränkeschmied rausbekommst, dann wirst du alles one-shotten, denke ich. Pack mal Gekaba und Solo-Carry-Team. So, kommen wir zu Logok. Logok habe ich schon mal gespielt, immerhin in Pokerok. Ich glaube schon. Es war einer meiner ersten Runs auf jeden Fall, was mir natürlich heftig geholfen und gecarried hat. Wir haben auf Logok nämlich Temposchub, was in jeder Runde die Initiative erhöht. Wir haben einen sehr hohen Angriff und auch wieder nicht so geile Defensivwerte. Aber der Angriff mit 160 ist natürlich insane und wir boosten uns for free mit Temposchub. Und die Stärke von Attack mit Rückstoßschaden sind nochmal erhöht, aber wir kriegen halt den Rückstoßschaden noch heftiger rein. Ne? Je mehr Schaden wir machen mit Rückstoßattacken, desto mehr Schaden kriegen wir auch wieder rein. Eggmoves, Turbenkick. Bei Misserfolg tun wir uns selber weh. Wir können die Genauigkeit auf 100 hochboosten, dann ist es wiederum okay. Donnerstoß ist halt ähnlich. Zählen diese Attacken eigentlich als Rückstoßattacken? Es hat Abschlag und auch den V-Generator. 180er Step ist schon heftig. Aber es hängt natürlich auch unsere Verteidigung, Spezialverteidigung und Initiative. Was aber wiederum auch wieder geboostet wird durch Temposchub. Also ist dann plus minus 0 an sich. Sturzflug macht uns Schaden und theoretisch auch Flammenblitz. Ich glaube, es hat aber nicht Solo-Carry-Potenzial. Logok dürfte ein starker Carry sein, aber nicht Solo-Carry. Die zählen dann zu Rückstoß, ja. An sich ist es ja kein Rückstoß. Beim Misserfolg verletzt man sich selbst, aber Achtlos zählt dazu. Okay. Logok ist ein ziemlich solider, guter Carry, aber hat kein Solo-Carry-Potenzial. So, kommen wir zum dritten Starter-Pokémon, Hydropi. Da haben wir auch eine Mega-Entwicklung zu Mega-Sumpex. Hat Niesel, Regen herbei und erhöht die Initiative bei Regen. Wir haben einen ziemlich guten Angriff. Wir haben auf jeden Fall die besten Defensive der Starter. Die Initiative wird durch Regen erhöht, was natürlich ziemlich, ziemlich cool ist. Und was vor allem auch sehr gut ist, ist das Wasser-Boden-Typing, weil Elektroresistenz, Immunität und Pflanze ist die einzige Schwäche und es ist eine Doppelschwäche. Und das ist eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Wir haben Zugang zu Eiszapfhagel, Trefferschwall, Protzer, Sandsammler. Kann man sich ganz gut boosten, halt auch Verteidigung. Aber Verteidigung finde ich eigentlich nicht so krass unbedingt in Classic. Wir haben Schutzschild, Hydropumpe, Amnesie, um es auch nochmal defensiv zu boosten. Ja, ich würde sagen, ist auch eigentlich ein sehr solider Carry. Also vor allem das Typing ist natürlich sehr, sehr stark. Wir haben Utility, Regen herbeizurufen. Und das Eisabfrage ist auf jeden Fall auch nochmal sehr, sehr hilfreich gegenüber Drachen oder so. Protzer gut genug zum Boosten, damit er super stark ist. Den Trefferschwall. Der Männer hat den Stil des Wassers gemeistert und führt mit fließender Bewegung. Drei Angriffe in Folge mit Volltreffergarantie aus. Das ist so stark mit Niese zusammen. Quarzer annulliert den Regen. Und dann ist auch deine ganzen Fähigkeiten schon mal für den Arsch. Ich weiß nicht, ob ich einen Pokémon in Solo-Carry-Potenzial packen möchte, der Rayquaza nicht besiegen kann. Du haust Ray mehr rein, als es dir... Ich habe es halt auch nicht gespielt, ehrlich gesagt. Wenn man Protzer boostet, ist Ray kein Problem mehr. YouTube, mein Chat zwingt mich, dass wir Hydropi in Solo-Carry-Potenzial packen. Ihr könnt ja mal gerne eure Meinung reinbehauen. Das hatten wir in allen Gen-Tierlisten. Die ganzen Starter und verschiedenen Tiers. So, nach Sumpex kommt Magnaien. Erhöht die Stärke von direkten Attacken, hat Bedroher, Statusproblem mit der Initiative erhöht durch Rasanz und hat auch Hochmut. Dadurch kann man sich nochmal selber boosten, aber unsere Stats sind natürlich komplett kacke. Wir haben noch 420. Sind Solala verteilt, wir sind halt vor allem im Angriff ganz gut. Typing ist Solala, wir haben natürlich eine Psycho-Immunität, drei Schwächen, zwei Resistenzen. Fesselbiss, Nahkampf, Unheilsklauen, direkte Attacken werden halt verstärkt.
natürlich ganz Nettes. Und wir haben auch Zugang zur Finalformation, was uns auch nochmal ordentlich boosten lässt, theoretisch. Donnerzahn, Eiszahn, Feuerzahn bei Bedarf. Gewissheit und Tiefschlag kann auch nochmal reinhauen und auch Zugang zu Knuller, theoretisch. Aber das Moveset kann natürlich schon ziemlich, ziemlich nice sein. Aber die Stats sind natürlich leider nicht so gut, auch wenn wir Hochmut und Krallenwucht haben. Rang 9 haben wir schon auf Stufe 18 fertig. Eine sehr frühe Evolution, dementsprechend guter Early Carrier. Packen wir Pfiffchen mal auf Early Carry. So, Sichsachs. Level 20 zu Geradax. Ja, das Lieblings-Rogue-Pokémon für viele durch Early-Mitnahme natürlich. Aber kann auch ordentlich reinhauen. Völlerei und Rasanz noch. Eine relativ hohe Initiative. Macht manchmal mehr Damage, als man erwartet. Von den Stats her und auch von den Fähigkeiten eher Müll. Normal Typing mit Turbo-Tempo. Turbo-Tempo ist sehr, sehr hilfreich. Im Early-Game vor allem. Auch Pferdestärke hat mir immer sehr, sehr gut gefallen. Ich würde sogar sagen, dass das vielleicht auch ein Early-Carrier ist. Problem ist halt nur, unser bester Wert ist halt Initiative und Turbo-Tempo gibt uns E-Prio. Ich glaube, im Vergleich zu einem anderen Pokémon ist Geradax eher kacke. Utility mit der Fähigkeit. Ja, aber ich würde es nicht mal als gute Utility sehen. Ich glaube, für Classic leider eher Müll. Müssen ja auch das irgendwie im Vergleich ziehen. Und Zigzags ist um einiges weaker als Pfiffchen zum Beispiel für Early Carry. So, Vaumpel. Vaumpel hat zwei Entwicklungsmöglichkeiten. Einmal zu Papinella und einmal zu Udox. Bei Reddit, Pokerock Reddit, gibt es jeden Tag auch eine Einschätzung der Community, wie gut welches Pokémon ist. Und so, als ich das letzte Mal reingeguckt habe, ist Budox mit das schlechteste Pokémon, was bisher bewertet worden ist. Es hat komplett scheiß Angriffswerte. Papinella hat wenigstens noch einen 100er Spezialangriff. Und der große Vorteil ist, die entwickeln sich halt auf Level 10 schon. Hat auch Wankelmut, Zugang zu Attacken wie Polarorkan, Giftkette und Kraftvorrat. Wir haben Staffette. Also man kann sich natürlich auch nochmal boosten über Wankelmut und dann Staffette machen. Ich habe das noch nie benutzt in Classic, ne? Sonst ein paar coole Attacken dabei, wie Käfergebrumm, Gigasauger, Käferbiss. Ich glaube, bestenfalls sehe ich das wirklich als Early Carrying. Ich habe schon sehr, sehr schwache Defensivwerte auf Papinella. Wampel, du darfst mit ins Mildtier. Herzlichen Glückwunsch. So, kommen wir zu Lotozo Lombrero Kapaloris. Kapaloris wird sehr gerne in Competitive Pokémon gespielt. Hat schon Weltmeisterschaft gewonnen, das Ding. Holt nämlich Regen dazu und hat auch Wassertempo, um die eigene Initiative zu erhöhen oder halt auch Regengenuss. Die Werte sind insgesamt okay. Nicht wirklich schnell, es ist okay bulky, es hat einen okayen Angriff. Was hat natürlich vor allem die Möglichkeit, Regen zu produzieren. Wecktanz, Apfelsäure, Eisstrahlen auf Fighterreigen. Das Typing ist natürlich sehr, sehr gut. Wasserpflanze, Giftflug, Käferschwäche und es wird nicht so viel gespielt insgesamt. Vierfach Wasserresistenz, Stahl und Boden. Typing ist solider, ja. Es hat halt Fighterreigen. Es ist ausreichend, gute Sachen zu machen. Zugang zu Fighterreigen ist sehr interessant. Ich glaube, da fehlt ein bisschen, um Solo-Carry zu sein, oder? Fighterreigen ist zwar schön und gut. Ja, Lotozo würde ich auch sagen. Kapaloris, guter Carry. So, Kapaloris, Samoze, Blanas, Tengulist. Durfte ich auch schon spielen. Die Stärke von Schnittattacken steigt. Erhöht bei Sonnenschein die Initiative. Steht das Item des Angriffes bei Berührung. Dafür, dass es eine Dreifach-Evolution ist, hat das gar nicht so hohe Werte leider. Ist okay, hat halt vor allem offensive Werte, die halt gut sind. Defensive Werte sind ziemlich bad. Bei der 60-Initiative ist auch nur okay. Aber das größte Problem von dem Pokémon ist halt auch das Typing. Im 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schwächen plus nochmal eine Doppelschwäche. Was natürlich schon ordentlich wehtut, gerade wenn wir so wenig Defensivwerte haben leider. Wir haben zwar Zugang zu Schwertanz, Sanktoklinge, Kniefahrspalter, Reueschwert, aber unsere Initiative ist so bad, dass Schwertanz uns ja auch nicht großartig helfen wird. Ich habe es schon gespielt und ich fand es wirklich kacke eigentlich. Wir haben Mogelhieb, wir haben Tiefschlag, um die Gegner ein bisschen zu ärgern. Mogelhieb und Tiefschlag kann man Gegner schon ein bisschen ärgern immer. In der Sonne hat es Potenzial. Ja, aber selbst wenn es, glaube ich, selbst wenn die Sonne scheint, ist es nicht crazy, crazy, oder? Man kann es ein Potenzial packen vielleicht. Early Carry würde ich nicht unbedingt sagen. Und für mich auch nicht sehr gut. Aber es hat Potenzial. So, dann kommen wir zu Schwalbini Schwalboss. Endlich mal ein Vogel, der wieder schnell ist. 125 Initiative. Angriffswerte sind okay. Dafür wieder sehr schwache Defensivwerte. Attacken vom Typ Normal nehmen den Typ Flug an. Der wird ein bisschen erhöht. Und normalen Kampfattacken können auch Geister treffen. Was ganz nett ist. Ja, normal Flugtyping halt. Wir haben zwei Immunitäten, was immer ganz nett ist. Wir haben Zugang zu Überschallknall. 140er Step ist ganz cool. Wir haben Fassade, was auch mit Adrenalin theoretisch synergiert. Step-Fassade und wir sind relativ schnell, was schon ganz cool ist. Außerdem Zugang zur Finalformation und Schmetterramme. Was machen wir mit dir, Schwalboss? Es entwickelt sich auf 22. Das Ding ist halt, wir sind wirklich sehr schnell. Und 140er Überschall, Step-Bonus ballert ordentlich. Und Fassade ist eigentlich auch nicht von schlechten Eltern. Normal-Typing mit Adrenalin. Ja, Normalattacken nehmen auch nochmal Typ Flug an und dann können wir auch mit Überschallknall zum Beispiel effektiv sogar treffen.
Kann mir auch vorstellen, dass das ein guter Carry sein kann. Normalerweise Early Carry wegen Level 22, aber ich glaube, weil ich konnte auch schon Zengo spielen, zum Beispiel mit Fassade. Das ballert schon ordentlich. Ich glaube, der kann echt ein guter Carry sogar sein. Da carryen auf jeden Fall ihn die Fähigkeiten. Nach Schwalbos kommt Wingo Blipper. Blipper hat auch Wassertempo, hat die Initiative bei Regen und kann über Niesel Regen herbeirufen, also ähnlich wie bei Kapaloris. Dafür haben wir auch noch relativ solide Verteidigungswerte. Spezialangriff ist auch sehr solide und entwickeln uns auch früh. Typing ist auch sehr gut an sich. Wir haben Elektro-Doppelschwäche, Gesteinsschwäche, Bodenresistenz, Immunität und schon einige Resistenzen. Wir haben Zugang zu Donner, was natürlich in Regen 100% auch trifft. Wir können mit Rollwände uns immer austauschen bei Bedarf. Wir haben zum Boosten Gedankengut und Dampfschwall mit Verbrennen kann natürlich auch nochmal ordentlich sein. Also auch noch Zugang zu Orkan, was natürlich mit Regen auch nochmal sehr, sehr nice ist und immer trifft. Ich würde sogar sagen, guter Carry im Regen mit den Attacken. Chlorophyll und Wassertempo machen Doppelte hin. Da sind wir bei 130. Ja, dann ist es schon guter Carry, wenn es regnet. 130 Initiative schmeckt dann schon. Ist, glaube ich, ähnlich gut wie Lotoze, Kapaloris. Dann kommen wir jetzt zu Trasla, Kulia, Gardevoir. Was müssen wir jetzt achten? Spielt man jemals Galagladi? Nicht eigentlich Gardevoir, einfach nur ein plus Ultra, auch wegen Fee-Typing einfach. Wir haben Psycho-Erzeuger, erzeugt bei Kampfantritt Psychofeld. Attacken vom Typ Normal nehmen den Typ Fee an und die Stärke wird nochmal verstärkt. Wir haben krasse Spezialangriff und Spezialverteidigung und die Initiative ist auch sehr solide. Einzige Manko ist halt die Verteidigung. Ist halt eine Fee, was natürlich sehr stark ist. Wir können uns boosten über Finalformation, Überschallknall. 140er kann eine Fee-Attacke werden, was natürlich sehr, sehr krass ist. Psychomäßig hatten wir Psychokinese immerhin. Sind ja hier auch Psychofeld. Kampf-Pokémon sind an sich nicht so geil, aber sonst ist es trotzdem auch nochmal sehr, sehr gut. Vor allem sehr, sehr bulky. Der Gute. Der wäre natürlich auch Psychoschneide und Reueschwert gut von den Step-Attacken her. Dafür ist ein Überschallknall nicht so die Creme de la Creme. Oder haben wir Solo-Carry-Potenzial wegen Finalformation? Galagladi findest du besser. Echt? Psychoerzeuger, scharfkantig, Psychoschneide ist alles One-Shot nach Setup. Ich glaube, beides ist ziemlich gut, nicht? Kann mich schon vorstellen, dass beides eventuell sogar solo carrying kann im richtigen mit Setup, mit Finalformation. Dass ich aber auch Trasla, vor allem auch mit der Möglichkeit zu Galagladi oder Gardevoir im Solo-Carry-Potenzial. Dann kommen wir nun zu Gevaya in Tumaske-Regen. Feuerattacken fügen den Pokémon weniger Schaden zu, ist ganz nett. Doofes Typing eigentlich haben mit Käferflug. Bedroher. Spezialangriff ist okay, der Rest ist halt eher so lala. Wir entwickeln uns relativ früher, wir haben halt 5 Schwächen leider. 3 Resistenzen, die Vierfachkampf und Pflanze, Boden. Und die Feuerresistenz wird auch nochmal, oder die Feuerschwäche wird auch nochmal weggemacht. Was ganz okay ist, wir haben Zugang zu vielen Early-Attacken, die ordentlich reinhauen mit der Stärke her. Zugang noch zu Falterreigen bei Bedarf. Aber unsere Base-Stats sind schon ziemlich, ja, wo es geht vor allem. Ich glaube, es ist gar nicht so bad, oder? Wir entwickeln uns relativ früh. Wir haben Blubsauger, was natürlich ultra geil ist im Early Game, finde ich. Da sind wir auch noch Wasser, oder? Mit Blubsauger sind wir auch erstmal noch Wasser-Typing. Wasserblase verdoppelt Schaden aller Wasserattacken. Ist das so? Steht hier aber gar nicht. Reduziert den Schaden, den das Pokémon durch Feuerattacken erleidet, um 50%. Zusätzlich kann das Pokémon nicht verbrannt werden. Verdoppelt weiterhin den Schaden sämtlicher Wasserattacken, die das Pokémon einsetzt. Das ist eigentlich crazy dann. Ja, als Early Carry würde ich den dann schon sehen damit. Early Carry? Dann kommen wir... Nils Karpitz, den durfte ich auch schon spielen. Fand den eigentlich relativ solide. Der Adrenalin und Spornwirt. Kann den Gegner halt gut nerven und hat auch Techniker. Der Angriff ist sehr, sehr solide. Dafür ist die Initiative nicht so cool und auch nicht so bulky eigentlich. Viele Schwächen, aber auch viele Resistenzen an sich. Volltreffer-Garantie auf Bergsturm. Spriesbomben. Tempo-Heap ist auch First Attack, aber ist halt wegen Techniker ganz gut, ne? Haben wir immer First Attack mit Tempo-Heap, mit Turbo-Felsen. Aber sonst ist es halt von Natur aus schon sehr, halt nicht schnell leider. Muss man halt schon mit Techniker ran. Und mit Adrenalin und Techniker. Mit dem Angriffswert kann es schon early stark sein, würde ich sagen. Oder man geht halt auf Aufheber und Adrenalin. Aber wir sind trotzdem nach wie vor langsam und sind nicht so tanky leider, so bulky. Wo seht ihr eher Knitz? Potenzial oder Early Carrying? Wir packen ihn mal in Potenzial rein. So, kommen wir zu Bummels, into Mundtier, into Letaking. Letaking ist eines der Pokémon mit den höchsten Stat-Werten im Spiel, die nicht Legendary sind. 670 ist insane. Wir sind schon ziemlich tanky, haben krassen Angriff. Und der Vorteil momentan ist, Zeitspiel ist N. Normalerweise hast du ja entweder Schnarschnase oder Zeitspiel, das sind halt zwei schlechte Effekte. Aber du kannst ja auf Zeitspiel gehen und dadurch bist du nicht immer Second Attack. Du hast Adrenalin natürlich, mit Zugang zu Fassade. Du hast sogar Fähigkeitstausch theoretisch, man kann schlechte Abilities tauschen. Der
der ist schon crazy. Mit Adrenalin, Fassade, dem Angriffswert, dennoch bulky sein. Haben wir sonst noch Potenzial? Wir können uns heilen mit Ableithieb. Haben wir irgendwie noch Boost-Setup? Nicht wirklich, ne? Amnesie, Tiefschlag-Tage-Dieb. Hat das Solo-Carry-Potenzial einfach nur, weil es krasse Werte hat? Und du kannst halt in... Und in Pokerook hast du halt die Möglichkeit, Zeitspiel zu nehmen, was gerade nicht funktioniert. Was natürlich insane ist. Und du hast zusätzlich noch Zugang zu Adrenalin. Boah, Adrenalin und Fassade... 160 Angriff, Fassade, Step-Bonus, Fassade macht Doppel-Damage, schon krass. Safe-Carry, aber Solo-Carry? Solo-Carry? Leicht, ne? Solange Zeitspiel nicht funktioniert. Also momentan kann man Bummels Solo-Carry packen, solange Zeitspiel nicht funktioniert. So, kommen wir zu Ninkada, Ninjas, Ninjaturm. Das müssen wir dann bewerten, weil ich glaube, Ninjaturm ist nicht so Classic. Da müssen wir Ninjask bewerten, oder? Kleiner Fun-Fact, Ninkada hat 266 Werte, Ninjaturm hat 236. Das ist die einzige Entwicklung, wo man weniger Stats hat als vorher, wegen 1 KP. Ja, wir müssen Ninjask bewerten, richtig? Ninjask hat einen sehr großen Vorteil, 160 Initiative. Nimmt auch nur Schaden durch Offensivattacken, kann nochmal weiter die Initiative boosten, obwohl die schon insane ist. Hyping ist so lala. Immer Zugang zu Hausbruch, um uns zu boosten. Hat Ninjas Potenzial mit Hausbruch? Du wirst auf jeden Fall alles outspeeden. Du musst halt in die Situation kommen, dass du mit Hausbruch dich wenigstens einmal boosten kannst. Bei 90er Angriff. Ist halt doof, dass wir Käfer-Flug-Typing haben, ne? Mal hier nochmal eine hohe Volltrefferquote auf eine 90er Step-Attacke. Kann schon wehtun. Ich glaube am ehesten sogar noch eine Early Carry. Wenn man sowieso super schnell ist, würde ich vielleicht sogar eher Schwertanz statt Hausbruch spielen. Early Carry passt. So, Flomel, Krakelo, Kravums. 490er Stats. Im Punkrock. Die Stärke von eigenen Lärmattacken halbiert den Schaden, den das Pokémon selbst durch Lärmattacken erleidet. Bietet durch Schalldämmung Vollimmunität gegen alle Lärmattacken. Das mit den Lärmattacken, ey. Wirkt, dass normalen Kampfattacken Pokémon vom Typ Geist treffen können, ist ganz nett. Wir haben halt Lockstimme, Bizarro-Raum, Schaumserenade, Lodalied. Glaube ich, alles Lärmattacken, die nochmal verstärkt werden. Wir haben halt Bizarro-Raum, was natürlich sehr, sehr cool ist, weil wir eigentlich eine schlechte Initiative haben. Und auch nochmal Überschallknall. Bei Level Up 140er Step, der nochmal durch Punkrock erhöht wird. Und wir können damit auch Geister nochmal treffen. Ja, wir sind halt nicht so bulky, wir sind nicht so schnell. Wir sind auch erst auf Level 40 auf Kravums. Potenzial vielleicht? Ich kann den echt nicht gut einschätzen. Wie weit Bizarro-Raum? Dadurch kann man natürlich immer First Attack sein. Bei 68 ist schon ziemlich, ziemlich kacke, dass wir in den meisten Fällen eigentlich First Attacker sein könnten mit Bizarro-Raum. Hat einer von euch schon Kravums gespielt? Und der passt hier nirgends irgendwo rein. Packen wir mal Potenzial. Ich glaube, richtig Müll ist er nicht. So, Makuhita into Hariyama. Hariyama hat extremst, oder was heißt extrem viel, sehr viel KP und Angriff. Dafür sind die Defensivwerte nicht so cool und auch sehr langsam. Wird es von einer Attacke getroffen, steigt seine Verteidigung, was natürlich wiederum ganz cool ist. Feuer-Eis-Attacken werden halbiert. Wir haben Adrenalin, um nochmal den Angriffswert zu erhöhen. Bergsturm, Tagedieb, Brandstempel, Panzerfäuste. Und Hariyama ist auch relativ schwer, deswegen ist sowas wie Brandstempel oder auch Ramboss ziemlich gut. Volltreffer-Garantie auf Bergsturm ist natürlich auch ganz cool. Entwickeln uns auf 24. Theoretisch sogar Bauchtrommel, um einmal komplett den Angriffswert zu boosten. Wir sind halt leider sehr langsam. Man könnte ja jetzt Early Carry vielleicht reinholen. Müll würde ich nicht unbedingt sagen. Kann schon Early ganz cool sein, aber Makuhita ist halt schon sehr, 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 sehr schlecht. 24 sind wir erst online. Vielleicht auch Potenzial. Gehen wir mal zu Potenzial. Nicht ganz kacke, weil wir so einen hohen Lebenspunktewert haben. Gen 3 Pokémon sehen auch cool aus. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Ja. Kommen wir jetzt zu Nazgenet. Nazgenet kann sich mittlerweile entwickeln zu Voluminas. Im Thunderstone. Steinstahl hat auch Schwebe, was sehr, sehr cool sein kann. Robustheit und hat auch Sandgewalt bei Bedarf. Es hat halt sehr, sehr gute defensive Werte. KP nicht so hoch, aber insgesamt schon sehr bulky. Wir haben halt ein sehr, sehr gutes Typing. Wir haben halt die Bodenschwäche geht weg durch Schwebe, was sehr, sehr hilft, dass wir nur noch Kampfdoppelschwäche haben und Wasser als Schwäche dafür sehr, sehr viele Resistenzen, sehr, sehr cooles Typing. Wir haben Sandsammler zum Heilen und wir haben Body Press, was natürlich auch nochmal ordentlich Damage macht, wenn wir sehr viel Verteidigung haben. Gedanken gut erhöht, aber nur durch Spezialangriff und Spezialverteidigung. Was haben wir sonst noch? Wir haben Eisenabwehr, um unseren Verteidigungswert zu boosten. Und wir haben Eisenabwehr. Und ich bin großer Fan davon, wenn man mit Eisenabwehr den Verteidigungswert so hoch boosten kann, dass wir damit Body Press sehr, sehr, sehr viel Damage machen können. Gerade mit 145er Verteidigung, wenn wir das boosten können, dann macht Body Press extremste Schaden. Wir können es halt hochheilen mit Sandsammler. Wir sind halt sehr, sehr tanky und heilen uns einfach wieder hoch. Wir können aber einen Sandsammler, Body Press und Eisenabwehr plus irgendeine andere Attacke noch spielen. Das wird ordentlich reinhauen. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Tanky-Pokémon mit Body Press und Eisenabwehr. Würde ich ein guter Carry sogar reinhauen. So, kommen wir zu Eneko into Enikoro. Dino 400er Stats. Hat Rauflust, damit normalen Kampfattacken Geist-Pokémon treffen. Alle Attacken nehmen den Typ normal und erhöht ein bisschen die Stärke. Der beste Wert ist halt noch schnell, aber noch nicht mal super schnell, dass man andere Sachen outspeedet eigentlich. Werte sind schon ziemlich kacke. Alles wird zu Normalattacken, richtig. Entwickeln uns über einen Moonstone.
Einfach Mülltier. Irgendwas muss ja Mülltier gehen, oder? Aber es ist ein hübsches Pokémon, muss man sagen. Ab in den Müll mit dir, Nico. Chat will das so. So, zu Beerus. Eigentlich ziemlich kacke, hat aber eine Mega-Evolution. Ändert das irgendwas daran? Zeugt bei Gegnern Stress und hindert sie daran, Beeren zu konsumieren. Cool, Magiespiegel funktioniert leider gar nicht. Ist relativ tanky. 125er Verteidigung, 150er Spezialverteidigung. Es ist halt super langsam. KP ist halt auch nicht so geil. Es hat halt drei Immunitäten. Mit Unlichtgeist nur eine Schwäche. Eine Resistenz, das ist schon ein ziemlich cooles Typing eigentlich. Vertigo, Pökelsalz, Fluch, Genesung. Schmarotzer kann reinhauen. Angriff, Spezialangriff ist auch nochmal gleich. Das Normale hat Sträuch und Fluch. 20 Initiative ist natürlich sehr, sehr kacke. Wenn du irgendwie Bizarro-Raum rausbekommst, dann ist es natürlich ziemlich strong, wenn du so ein Setup spielst. Utility wegen Fluch und Pökelsalz. In Classic benutze Fluch und Pökelsalz eigentlich fast nur gegenüber Andy später. Man kann es in Utility reinpacken. Es ist ein guter Andy-Killer auf jeden Fall. So, Flunkiefer. Into Mega-Flunkiefer. Ich habe bisher leider keine Mega-Evolution hinbekommen, wenn ich Flunkiefer gespielt habe. Aber das Typing mit Stahlfee ist natürlich das beste Typing im Spiel für Classic eigentlich. Durch insane Resistenzen und Immunitäten. Verdoppelt die Stärke von physischen Attacken bei 105 Angriff. Kann sich natürlich auch sehen lassen. Und Gegner können auch keine Beeren konsumieren, was natürlich auch nochmal sehr cool ist. Dafür sind wir leider langsam. Aber dafür auch ganz gut bulkig. 125 Verteidigung, 95 Spezialverteidigung. Patronenhieb, Zaubert, Bobo, Erdbeben, Panzerfäuste. Wir haben nochmal Erstschlaggarantie drauf. Obwohl einfach guter Carry, oder? Das Typing ist zwar gut, aber du hast jetzt nicht gute Boost-Möglichkeiten. Du hast Eisenabwehr, um Defensive zu boosten. Aber du bist schon sehr langsam mit 50. Das ist ein guter Carry overall, wegen Stahlfee-Typing vor allem. So, kommen wir zu Stolunia, Stolrak, Stolos. Mega Stolos. Hatte insane Verteidigungswerte. Bodenschmaus. Ist ganz geil, dass man da die Bodenschwäche wegmacht. Reduziert die Stärke von sehr effektiven Attacken, verringert damit den Schaden, den das Pokémon durch sie erleidet auch nochmal. Kopfstoß auch Body Press. Allein, dass wir Zugang zu Body Press haben. Sandsammler. Schon crazy. Eisenabwehr haben wir auch. Also wir können. Das ist sogar Solo-Carry-Potenzial. Wenn wir uns boosten mit Eisenabwehr, plus 6 oder so bekommen. Wenn uns zwischendurch hochheilen mit Sandsammler und dann Bodypress alles wegmachen. Ich glaube, der hat Solo-Carry-Potenzial. Problem ist die Initiative. Ja, wenn du kaum noch Schaden nimmst, ist whatever. Du bist halt nicht so geil gegen Spezialverteidigungs-Pokémon. Aber du bist halt so tanky auf Verteidigung. Aber du hast nochmal. Dich trifft halt nichts effektiv, richtig? Du zieht die Stärke von sehr effektiven Attacken. Und hier machen wir nochmal die Bodenschwäche weg. Du hast so viele Resistenzen. Da kannst du dich mal wieder hochhalten mit Sandsammler, was sich um 50% heilt. Ich glaube, das Ding, auch wenn es langsam ist, hat das Solo-Carry-Potenzial. Apropos Mega-Evolution, kommen wir zur Meditalis. Die Genauigkeit des Pokémon kann nicht gesenkt werden. Ist nett. Es ignoriert Änderungen am Ausweichwert des Ziels und trifft Normal- und Kampfattacken Geister-Pokémon. 5 Fähigkeiten ein. Und verdoppelt auch die Stärke von physischen Attacken. Natürlich auch nochmal ordentlich schmeckt. 3 Schwächen. Dann der dritte Tiefschlag, Patronenhieb, Geysir. 2 Attacken mit Bio. Und die Attacken werden auch nochmal verstärkt, verdoppelt, richtig? Durch Mentalkraft. Aber man muss sagen, Tiefschlag und Patronenhieb sind nicht Step-Bonus, leider. Oder Carry Overall, würde ich sagen, oder? Nichts, um unseren Angriff zu boosten, sofern ich das sehe. Seit Glück haben mit Akupressur. Krafttrick funktioniert auch momentan nicht. Wieder ein bisschen schneller hier durchkommen, oder? So, nächste Mega-Entwicklung. Mega Voltenso. Ich glaube, ich hatte auch Voltenso nicht als Mega-Evolution bekommen beim letzten Mal. Voltenso zeugt ein Elektrofeld und hat Bedroher. Hoher Spezialangriff, hohe Initiative und ist okay, bulky. Es hat halt nur eine Schwäche vom Typing her. Es kann sich boosten mit Ränkeschmied, hat Eisstrahl, Flammenwurf, Hochspannung. Hat mir auch im Early Game richtig gut gefallen, als wir das gespielt haben in der Challenge. Und Hochspannungsstärke ist verdoppelt, wenn Elektrofeld aktiv ist, was wir selber machen. Das heißt, wir haben hier eine 140er Stärke drauf. 135er Initiative können wir auch fast alles outspeeden und wir haben Ränkeschmied. Ich glaube, Voltenso hat Solo-Carry-Potenzial. Der hat sehr, sehr, sehr coole Fähigkeiten auf jeden Fall. Kommen wir zu Plusse und Minun. Ja, es braucht halt Doppelkämpfer, damit es cool ist. Ja, es hat einfach sehr, sehr schwache Werte. Es hat okay schnell. Ist okay Spezialangriff, aber es stirbt relativ schnell. Wir haben halt Schweifglanz, was natürlich einen Spezialangriff krass erhöhen kann. Aber eigentlich ist es schon ziemlich kacke. Aber wollen wir Plusse Minun in Müll packen? Oder würdet ihr Potenzial sehen? Early. Vielleicht sogar Early. Vielleicht sogar Early, weil die sich nicht entwickeln, ja. Wie vielleicht nicht ganz Müll. Plusse Minus sind sehr ähnlich. Mit den gleichen Attacken eigentlich? Flammwurf, Pulsier, Aura, Plätscher, Surfer. Eisstrahl, Quälzone, Glitzersturm, Schweifglanz. Ja, okay. Wir sind mal nicht ganz so fies. Wir hauen mal die beiden Pikachu-Verschnitte in Early Carry rein, weil die sich nicht entwickeln. Die haben schon ganz gute Attacken am Anfang und sind auch schnell genug, um die meisten Sachen im Early Game, bevor sie sich entwickeln, outzuspeeden. Kommen wir zu Volbeat. Man kann Geld bekommen über Honigmaul. Man hat Strolch für
Ja, Schlag mit Statusattacken. Kiefer-Attacken werden verstärkt, okay. Ja, die Werte sind halt relativ bescheiden. Ist okay sogar, 130. Offensives Typing ist natürlich komplett Müll. Treffen sehr wenig Sachen effektiv und sehr viel nicht effektiv. Wir können uns mit Staffette austauschen. Wir haben sehr viele Statusattacken. Wir haben aber auch Strolch. Wir wollen mit Staffette und Verzierung Siegestanz, dass man mit Volbeat sich hochboostet und dann austauscht. Was ist das wirklich so cool? Verzierung mach mal mit auf den Partner im Doppelkampf. True, du hast recht. Doppelkämpfe machen halt nichts aus, leider in Pokerock momentan. Machen wir Early Carry oder Müll? Eigentlich ist es jetzt nicht prädestiniert, ein Carry zu sein. Die Fähigkeiten sind nicht wirklich sinnvoll. Ich glaube, wir machen das einfach Müll rein momentan. Und Classic in den Müll. Mit Illumise. Sehr, sehr ähnlich. Hat Abgangstirade, Pulsieraura, Pulverschleuder, was nicht funktioniert. Und Falter rein stattdessen aber. Womit wir auch nochmal uns boosten können selbst. Vielleicht sogar Potenzial im Vergleich. Wenn wir Falter rein durchbekommen, ist das gar nicht mehr so kacke. Pulsieraura auch. Vielleicht Potenzial. Ich finde es nicht ganz so kacke wie Volbeat. Falter rein ist schon um einiges cooler. Uns mal ein Potenzial. Roselia hat mittlerweile auch eine Entwicklungsstufe zu Roserade. Sagt, bei Kampfantritt ein Grasfeld. Wird das Pokémon ausgewechselt, werden seine Statusprobleme geheilt. Vergiftet den Angreifer bei Berührung eventuell. Erhöht die Stärke von schwächeren Attacken. Spezialangriff ist recht solide und Spezialverteidigung. Initiative ist okay. Feuerreigen, Schlammwoge hat Pilzspur und Falterreigen. Pilzspur ist natürlich immer cool, eine 100% Einschläferung zu haben. Aber es halt leider nicht so schnell. Falterreigen kann man sich natürlich trotzdem boosten. Toxin ist leider nicht so geil in Classic. Zugang zu Grasfeld. Gesamt haben wir auch. Ich würde sogar sagen, fast Utility, oder? Ich glaube sogar Utility für Roserade. Es hat Grasfeld, wir haben Pilzspore, wir haben Egesam. Nicht mal ein Pokémon für Utility neben Zubiris. So, kommen wir zu Schluckpuck into Schluckwech. Ist relativ bulky, es hat solide KP, solide Def-Werte. Ist halt nicht so schnell. Es nimmt die Bodenschwäche raus mit Bodenschmaus, was auf jeden Fall sehr, sehr cool ist für das Typing. Die anderen Fähigkeiten sind nicht so interessant an sich. Jetzt haben wir Kraftabsorber, Erdkräfte, Wachstum und Giftkettung. Witzig, dass man Wachstum als Eggmove hat. So die Early-Werte, wir entwickeln uns auf 26. Schluckpuck ist leider komplett trashig. Horta und Co. funktioniert leider nicht. Ich war gespannt, wann endlich Horta in Fessler Verzehrer ins Spiel kommt. Ich war so traurig, wie man das skippen muss. Geht so. Es hat halt überwiegend nur Giftattacken. Geht natürlich auch noch Erdkräfte hier mit rein. Es ist halt gut tanky, weil es halt kaum Schwächen hat. Als Early Carry würde ich den nicht unbedingt sehen. Utility ist auch eher so lala, weil Vergiften, wie gesagt, nicht so geil ist eigentlich. Müll würde ich auch nicht sagen. Müll kann es, glaube ich, zu viel. Schluckweg ist für mich Potenzial. So, Kanivanha in Tohaido und hat mittlerweile auch eine Mega-Evolution mit Mega-Tohaido. Hohe Gewalt erhöht die Stärke von Attacken, aber hebt dafür Zusatzeffekte auf. Und bis Attacken werden nochmal verstärkt. Es hat einen sehr hohen Angriff und leider auch einen hohen Spezialangriff. Da sind natürlich viele Stats verworfen. Es ist angenehm schnell, dafür nicht so tanky. Wasser undicht. Typing hat viele Schwächen, viele Resistenzen auch. Wir haben Donnerzahn, Abblocker, Trefferschwall. Der Anwender wehrt jede Attacke ab, berührt ihn stattdessen den Pokémon, senkt dessen Verteidigung stark. Abblocker ist aber krass. Man macht Abblocker, man senkt die Verteidigung von dem Gegner und dann haust du rein. Das einzige Problem ist halt, die Initiative ist halt nicht so hoch, dass wir alles outspeeden. Im Donnerzahn fürs Early Game noch. Eiszahn. Nürsche. Solider Carry overall. Ich glaube, wenn wir irgendwie noch Zugang hätten, uns zu boosten von der Initiative her, dann wäre vielleicht Solo Carry, aber so sehe ich mal den Guten hier in guter Carry. Kommen wir zur Weimarer Republik. Weimar into Weilord. Hat Schwebe. Voll weird, aber hat Schwebe. Es hat halt sehr, sehr viel KP. Dafür sind die Verteidigungswerte relativ miserabel. Also es ist nicht so tanky, wie man glaubt. Typing ist natürlich ganz nett. Hat Mutschub. Ist ein Spezialangriff und Spezialverteidigung erhöht, aber Spezialangriff ist okay. Vendetta kann halt ordentlich Damage zurückmachen und sich auch wieder heilen. Lubsauger ist auch mal sehr, sehr cool, um sich auch wieder hochheilen zu können an sich. Entwickeln wir uns auf 40. Early Carry ist das eigentlich auch nicht. Auch wieder Potenzial. Fun Fact, Weilords Dichte, also seine Größe mit seinem Gewicht, macht ihn leichter als Luft. Deshalb Schwebe wahrscheinlich. Es kann halt auch Sprungfehler, also ist immer weird. Aber es ist, glaube ich, auch nicht Müll. Ich pack's dann auch mal in Potenzial. So, Kamaub into Kamurupt, Mega Kamurupt. Haben wir sogar gespielt gehabt. Die Mega-Evolution haben wir hinbekommen. Hat halt insane schwache Initiativwerte, 20. Wird zu einer Attacke getroffen, steigt seine Verteidigung, ist ganz nett. Das ist halt sehr, sehr bulky. Oder recht bulky. Es hat auch gute Offensivwerte. Dann noch hohe Gewalt. Wir haben halt eine doppelte Wasserschwäche. Bodenschwäche, dafür auch gute Resistenzen. Euer Boden geht voll fit eigentlich. Es hat Bizarro-Raum, was natürlich dann nochmal die Initiative komplett ins Gegenteil bringt, dass wir eigentlich immer First Attack haben werden. Kann es halt sehr, sehr gut sein. Im Zugang zu Energieball, Blauflammen, Morgengrauen. Aber macht Bizarro-Raum aus dem Pokémon ein Solo-Carry? Ich glaube insgesamt auch einfach ein guter Carry. Packen wir dich auch mit zu guter Carry overall. So, Kotel. Kotel hat keine Evolution, ist auch super langsam mit 20 Initiative. Für sehr, sehr geile Defensivwerte, 140 Verteidigung. Ist sehr, 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 sehr gut.
gut. Ja, das Pokémon zuletzt an, erhöht sich die Stärke der Attacke, die es einsetzt. Ist natürlich dann in Zusammenarbeit mit Initiative von 20 sehr, sehr gut. Keine Volltreffer sind auch ganz cool. Und wir haben sogar Dürre, um nochmal Sonnenlicht zu erzeugen, was natürlich sehr, sehr gut ist. Wir haben Flammschild, um die Gegner zu verbrennen. Wir haben Body Press, um ordentlich Damage zu machen mit der 140er Verteidigung. Wir können es auch hochheilen. Haben wir Zugang zu Eisenabwehr, haben wir auch. Okay, ich würde mir selbst treu bleiben und Pokémon, die eine hohe Verteidigung haben, die sich heilen können, Body Press und Eisenabwehr haben, zu guter Carry packen. Ich bin sehr, sehr großer Fan von Body Press. So, kommen wir zu Spoink into Groink. Kleiner Fun Fact, wenn Spoink aufhört zu springen, hört das Herz aufzuschlagen von Spoink. Okay, Groink kann Psychofeld erzeugen, was schon mal sehr, sehr cool ist für Psycho-Pokémon. Feuer- und Eisattacken werden auch nochmal halbiert. Werte sind dann nur bei 470, aber hat hohe Spezialverteidigung, was ganz nett ist. Initiative ist leider nicht so hoch. Zugang zur Aurasphäre, Milchgetränkflächen macht Schweifglanz. Wir kennen uns auf 32. Es ist halt auch nicht müllig, würde ich sagen, aber es ist jetzt auch kein guter Carry. Es gibt halt echt viele Pokémon in der Gen, wo ich sage, sie überzeugen nicht richtig, sind aber auch nicht Müll. So, Pandiren. Sehr schlechte Werte, dafür haben wir Wankelmut. Verdoppelt die Wirkung eigener Statusveränderung und in Zusammenarbeit mit Umkehrung. Statusveränderungen werden umgekehrt. Statuswerte, die eigentlich erhöht werden sollen, sinken und umgekehrt. Habe ich krasses gehört bei Pandir. Schauen wir mal die Eckmuster an. Kraftkoloss senkt Angriff und Verteidigung. Das wird stattdessen quasi erhöht. Auch noch Kanonenbouquet. Dadurch sinkt der eigene Spezialangriff stark und wird quasi dadurch erhöht. Auch mit V-Generator können wir Verteidigung, Spezialverteidigung und Initiative erhöhen. Also können uns halt sehr, 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 sehr gut boosten. Frage ist, ist das gut genug mit den Startwerten hier leider? 180er Stärke und du boostest dich, ist schon krass. Hat das Solo-Potenzial? Letztens meinte jemand, dass das Pokémon insanely ist mit den Fähigkeiten. Ich meine, wir boosten uns schon hart hoch mit V-Generator. Zwei Verteidigungen, zwei Spezialverteidigungen und Initiative. Das wird alles verdoppelt. Doppelte plus zwei. Dann haben wir hier 120, 120, 120. Nein, das sind wir schon good to go. Boost geht auch auf die Base-Werte. Ja, aber wenn du es verdoppelst, musst einmal V-Generator machen. Dann hast du direkt schon plus zwei, plus zwei, plus zwei. Und das bedeutet, alles ist verdoppelt. Wenn wir danach gehen, das ist eigentlich schon Solo-Potenzial. An dir. Wir brauchen noch ein bisschen Ragebait. Bisschen Diskussionsbedarf für YouTube. So, Knackleon. 35 zu Ibrava, 45 zu Libeldran. Wir haben 520 Summe. Angriff ist wieder 100. Initiative ist alles sehr, sehr ausgeglichen verteilt. Das Typing ist ganz okay. Immer halt Boden, immer halt Schwebe. Aber ist eh keine Schwäche. Doppelte Eisschwäche tut natürlich weh. Drachefehlschwäche. Feuerpeitsche, Drachenpfeile, 1000 Pfeile, Drachenkräfte ist alles ganz okay. Zugang zu Drachentanz. Ding ist halt, ich habe schon so oft mit Drachentanz einfach One-Shot-Potenzial gehabt, Solo-Carry-Potenzial gehabt, einfach nur wegen Drachentanz. Hat dann, glaube ich, Solo-Carry-Potenzial mit Anpassungen und so, mit Drachentanz. So, Tuska Noctuska hat mir, als ich das selber gespielt habe, nicht gut gefallen. Es freut sich halt über Sandstürme, erhöht die Initiative und Ausweichwert bei Bedarf, was natürlich dann sehr, sehr cool ist mit anderen Sandsturm-Pokémon. Angriff und Spezialangriff ist halt hoch, dafür ist der Rest niedrig. Langsam und stirbt schnell. Wir haben sehr viele Schwächen leider, doppelte Käferschwäche auch. Boah, das Ding ist halt, man kann da schon rein interpretieren, okay, du hast halt Stachler, du hast halt Egesam, du hast bei Bedarf halt Tiefschlag. Wenn wir einen Sandsturm dazu bekommen, Sandscharer, Sandschleier, doppelte Initiative, Ausweichwert wird noch erhöht, dann sehe ich da Potenzial sogar. Mit Sandsturm kann Tuska was, ich glaube sonst ist es echt nicht gut. Wablu, Altaria, Mega Altaria, habe ich nie gespielt leider, ist ein Drachenfee. Erhöht die Stärken von Attacken, die dem Typ des Pokémon entsprechen, cool. Normal nehmen Attacken von Typ Fee an. Werte relativ offensiv. Wenig KP, wenig Initiative. Ganz generell sehr, sehr viele Werte natürlich. Dafür, dass es ein Drache ist, eigentlich viele Schwächen sogar. Auch viele Resistenzen. Treffen gar nicht so viel offensiv, lustigerweise. Wir haben Ruheort. Ränkeschmied zum Scalen. Schwebesturz. Angriff, Spezialangriff ist sogar gleich. Überschallknall. Bleibt natürlich gut, wenn daraus eine Fee-Attacke wird. Und wir können auch uns auch boosten mit Ränkeschmied. Wir sind aber leider nicht so schnell. Haben wir auch Zugang zu Drachentanz? Leider nicht. Ich glaube, wenn wir statt ein Ränkeschmied einen Drachentanz senden, dann wäre das Solo-Carry-Potenzial. So sind wir einfach nur ein guter Carry. Wablu für mich dann guter Carry. Generell eine gute Gen. Kommen wir zu Sengo. Sengo mittlerweile mit den Fähigkeiten sehr, sehr geil geworden. Wir haben nämlich Aufheber und Giftwahn. Dadurch haben wir unsere physischen Attacken und wir regenerieren auch KP. Wir haben Zugang zu Turbo-Tempo und Fassade. Fassade wird halt verdoppelt, wenn wir Statusveränderungen bekommen durch Orbs. 140er Step-Bonus, das immer verstärkt wird durch Aufheber bzw. durch Giftwahn. Schon sehr, sehr stark. Bei Bedarf können wir Turbo-Tempo gut durchrasieren und wir können mit Aufräumen Angriff und Initiative erhöhen. Das ist sowas wie Drachentanz, nur noch krasser. Für mich auf jeden Fall Solo-Carry-Potenzial. Den haben wir schon in einer Normal-Challenge gespielt. Der hat da auch gut Solo gecarried, muss man sagen. Definitiv Solo-Carry-Potenzial der Sengo. Peters kommt jetzt. Mit Roas immer sick. Sehr offensive Stats. Defensiv langsam und wir sind nicht so bulky leider. Zugang zu Eisstrahl, Rollschwert, Tiefschlag und Finalformation ein bisschen zum Boosten. Großer Vorteil ist halt keine Entwicklung, ne?
Also wir haben von Anfang an diese Werte, das heißt Early Game sollte eigentlich ganz cool sein und wir können auch Angriff sowie Spezialangriff benutzen. Mehr ist es glaube ich auch nicht. Vor allem auch Tiefschlag ist natürlich immer ganz cool. Man kann sich mal boosten in einigen Fällen mit Finalformation. Ja, ich würde sagen Vipitas Early Carry. Da es sich Early nicht entwickelt, kann man das Early ziemlich gut benutzen. Lunastein. Verringert den erlittenen Schaden bei vollem KP, dass wir nicht gewonshottet werden, ist ganz okay. Und wir haben auch Schwebe, was die Bodenresistenz entfernt. Wir haben sehr viele Schwächen, Käfergeist und Nichtstahl. Wir sind nicht so schnell. Bulky, Solala. Was haben wir denn für Attacken? Juwelenkraft, Nachtflut, Hausbruch theoretisch. Und Lichteinschlag. Attacken sind eigentlich ganz cool insgesamt. Mondgewalt auch von Anfang an sogar. Hat echt gute Attacken am Anfang. Viel mehr Potenzial sehe ich da glaube ich auch nicht. Ist glaube ich ähnlich wie Vipitas. Ich meine, wir haben halt Hausbruch, aber macht Hausbruch aus Lunastein ein Solo-Carry? Sehe ich auch nicht unbedingt, glaube ich. Aber wir haben eine Unlichtschwäche. Und Tiefschlag würde uns richtig lynchen, wenn wir Hausbruch machen. Würde ich, glaube ich, auch ähnlich wie Vipitas als Early-Carry sehen. Sonnenfell als nächstes. Wir können Dürre. Sonnenlicht erzeugen ist sehr, sehr cool. Und wir haben hier auch Schwebe. Um auch hier die Bodenschwäche rauszunehmen. Wir haben trotzdem immer noch ziemlich viele Schwächen, aber auch viele Resistenzen. Die Werte sind insgesamt so lala. Auch mal wieder nicht so schnell. Wieder Zugang zur Ausbruch, Läuter, Feuer, Wuchtlinge, Barrierenstoß. Vor allem halt Dürre ist natürlich dann auch mal nice to have. Also Wasserattacken schwächt, was hier auch noch ein bisschen entgegenwirkt. Ja, würde ich halt auch, glaube ich, ähnlich sehen wie Lunastein und Kokage. Ah, guter Early Carry, weil keine Entwicklung. Kommen wir zu Schmerbin Tuvelsa. Haben wir schon gespielt in Classic in der Challenge, in der Boden-Challenge. Wir haben Wankelmut, verdoppelt die Wirkung eigener Statusveränderung. Und wir haben Zugang zu Drachentanz. Das heißt, wir können uns halt immer plus zwei boosten pro Drachentanz. Und das zerstört einfach alles. Wir haben auch Eiskreise gegenüber Drachen. Wir haben Trefferschwall. Wir haben auch später Zugang zu Erdbeben. Also mit Drachentanz und Wankelmut alleine werden wir was Solo-Carrien. Das haben wir auch gemacht in dem Boden-Run. Deswegen Schmerbe auch direkt Solo-Carry-Potenzial. Das ist echt ein gutes Ding. Das Maskottchen von Pokorok, weil Kribotak das Rogue-Pokémon ist. Erhöht die Stärke von direkten Attacken. Hindert Angreifer durch mächtige Scheren, den Angriffswert zu senken. Ist okay. Volltreffer kann man abwehren. Erhöht die Stärke von Attacken, die dem Typ des Pokémon entsprechen. 120er Angriff sehr, sehr stabil. Problem ist halt, wir sind nur sehr, sehr langsam. Bulky auch eher so lala. Vier Schwächen, fünf Schwächen sogar. Klingt auch erstmal nicht so toll. Auch hier haben wir Zugang zu Hausbruch. Wir haben Zugang zu Tiefschlag, was natürlich den Erstschlag ermöglicht, was natürlich sehr, sehr cool ist. Und wird geboostet durch Krallenwucht. Und ist natürlich nochmal Step-Bonus. Wir haben nochmal Erstschlaggarantie auf Düsenhieb. Durch die Erstschlagattacken sind wir natürlich zügig Initiative. Es ist eher egal. Theoretisch auch Schwertanz, Krabhammer. Rot-Volltrefferquote. An sich müssen wir Tiefschlag und Düsenhieb benutzen für den First Attack, damit die Initiative egal ist. Aber der Angriff haut schon rein. Vielleicht sogar solider, generell solider Carry einfach. Ich denke, glaube ich, sogar als guten Carry sehen. So, kommen wir zu Poupons, Lipomentas. Knusperkruste. Wird das Pokémon von einer Feuerattacke getroffen, leidet es keinen Schaden. Verstärkt die Verteidigung stark. Gibt uns quasi noch eine Immunität neben Elektro. Und auch nochmal Schwebe. Das heißt, wir haben drei Immunitäten theoretisch mit Feuer, Elektro und Boden, was sehr, sehr cool ist. Dafür auch viele Schwächen. Hohe Spezialverteidigung, hohe Verteidigung generell. KP ist dafür okay, nicht so offensiv stark. Können heilen mit Genesung. Wenn wir uns boosten, hätten wir Kraftvorrat. Wir haben auch Body Press mal wieder. Haben wir Möglichkeiten, unsere Verteidigung zu boosten. Das leider nicht, ne? Wir entwickeln uns auf 36, ist leider auch nicht früh genug. Es ist, glaube ich, auch wieder so gut, um es nicht in Müll zu packen. Ich habe es schon mal gespielt. Fand ich nicht super verkehrt, aber Early Carry passt es nicht und mehr als Potenzial sehe ich da, glaube ich, einfach nicht. Kommen wir jetzt zu den fossilen Pokémon. Liliab into Bilin. Es kann Grasfeld erzeugen, wenn es getroffen wird. Man kann die Wasserschwäche wegmachen. Ist halt ultra langsam, dafür sind die anderen Werte sehr, sehr solide. Wir haben leider vier Schwächen und Wasser ist eine weitere Immunität, ne? Hat Juwelenkraft, jede Wasserkraftabsorber und Sprießbomben. Entwickelt sich leider erst auf Level 40. Ja, das größte Problem ist einfach, wir sind sehr, sehr slow. Aber wir sind dafür schon gut tanky. Können es halt auch immer wieder gut gegenheilen mit Gigasauger. Wir haben Egelsamen bzw. Sprießbomben. Kraftabsorber ist auch Utility. Wir erzeugen Grasfeld. Klassisches Pflanzen-Pokémon für Utility. So, Anorit into Amaldo. Auch wieder sehr, sehr langsam leider zu fossilen Pokémon. Aber hier können wir auch die Wasserschwäche entfernen über H2O-Absorber machen. Bei Regen wird die Initiative erhöht. Was sehr, sehr wichtig ist. Dann hätten wir 90er Initiative wenigstens. Entwickelt sich natürlich auch wieder sehr spät. Ist eigentlich voll weird. Es hat nur 10 Stärke mehr. Dafür kann man das nur am Anfang des Kampfes benutzen. Es hat Drachentanz. Sehr hohen Angriff. Es ist auch Bulky. Und im Regen haben wir 90er Initiative. Dann müssen wir einmal Drachentanz machen. Dann können wir alles outspeeden eigentlich. Ist einfach guter Carry overall sogar. Es braucht eigentlich Setup. Wenn es Regen-Setup bekommt, ist es so viel besser. Vielleicht packen wir es zu Setup. Wenn es im Regen stattfindet, haben wir 90 statt 45 Initiative. Dann brauchen wir nur einen Drachentanz. So, kommen wir zu Barschwan, zu Milotic. Das ist das schönste Pokémon überhaupt. Milotic ist ein sehr cooles Wasser-Pokémon. Hat Magieschild, unbeugsam, kann sich selber ziemlich gut boosten, wenn man Statuswerte gesenkt bekommt.
Der Rest ist nicht so relevant an Fähigkeiten. Wir haben eine hohe Spezialverteidigung. Wir sind generell sehr, sehr bulky und haben auch einen hohen Spezialangriff. Nur die Initiative ist ein bisschen gering. Also Wassertyping generell cool, nur zwei Schwächen. Im Gedankengut, um nochmal Spezialangriff und Verteidigung zu boosten bei Bedarf. Zugang zu Gefriertrockner, Mondgeweiht und Dampfschwader nochmal sehr, sehr gute Eggmoves. Wir entwickeln uns durch Item Court. Wir sagen einfach guter Carry overall. Es hat auch Regentanz bei Bedarf. Es ist halt echt schon gut tanky. Es kann sich gut heilen. Wird geboostet. Durch Unbeugsam vielleicht. Ich glaube, es ist ein guter Carry overall. Finde ich auch mal ätzend, dagegen zu spielen. Milotic kann was. So, Formeo. Uff. Welchen Formeo gehen wir denn? Die anderen Formen nie gesehen. Die gehen gar nicht, ne? Nee, Prognose geht gar nicht. Das heißt, es gibt nur einen normalen Formeo momentan. Erhöht die Stärke von Attacken, die den Typ des Pokémon entsprechen. Wir haben Überschallknall, Hydrodampf, Eruption und Falterreigen. Falterreigen ist natürlich wieder sehr, sehr gut, aber Base-Wert ist sehr gering. Was machen wir damit? Early Carry vielleicht? Gehen wir dazu Pokémon, die sich nicht entwickeln können. Kecleon. Erhöht die Attacke von die Stärke von Attacken, die dem Typ des Pokémon entsprechen mit Anpassungen. Ändert seinen Typ zu dem der Attacke des Angreifers. Pokémon nimmt bei Einsatz eine Attacke deren Typ an. Das kann ja komplett ständig wechseln, lustigerweise. Hohe Spezialverteidigung, also ist relativ bulky sogar, aber dafür ist die Initiative ziemlich bescheiden. Mit Upgrade-Typ können wir uns hochheilen. Wir haben Turbo-Tempo, dass die Initiative scheißegal ist. Wir haben Drachentanz, um uns zu boosten. Und wir haben auch Multi-Angriff. Und Tiefschlag theoretisch auch. Ich glaube, das Ding ist gar nicht so bad. Das heißt schon sehr viel Boost mit Drachentanz, damit wir Solo-Carrying können. Was würdet ihr sagen? Ist Kecleon eher guter Carry oder Early Carry? Ist halt wieder ein Pokémon, was ich nicht entwickeln kann, dadurch halt im Early Game schon sehr, sehr stark ist. So, nach Kecleon kommt endlich mein Geist-Pokémon oder die Geist-Pokémon. Schuppet into Banette into Mega Banette ist es, ne? Ich wollte gerade Baguette sagen. Man merkt, ich habe Hunger. Phantomschutz verringert den erlittenen Schaden bei vollem KP. Natürlich ganz nett. Und wir haben auch Strolch für Erstschlag mit Statusattacken. Sehr hoher Angriff für nicht so viele KP. Initiative ist auch eher gering. Bulk ist okay. So lala. Dafür haben wir natürlich nur zwei Schwächen, zwei Resistenzen und zwei Immunitäten. Wir haben Bergsturm. Volltreffer-Garantie ist natürlich ganz nett. Wir können uns mit Aufräumen boosten. Angriff und Initiative wird erhöht. Bedarf Abgangstirade, um den Gegner ein bisschen zu ärgern. Diebesschatten funktioniert leider momentan nicht. Das ist eine krasse Attacke, wenn sie funktionieren würde. Erhöhte Statuswerte stehen ist heftig. Tieflagzugang, Fluch auch für Utility, Irrlicht mit Strolch. Gegner verbrennen, man kriegt immer Fluch raus. Abgangstirade. Man könnte es auch als Utility sehen, aber dafür ist der Angriff eigentlich zu hoch, oder? Es ist ja kein Step-Bonus mit Tiefschlag. Wahrscheinlich auch eher insgesamt guter Carry dann. Zwirrlicht, Zwirrklopp hat mittlerweile auch eine dritte Entwicklung zur Zwirrfinst. Leider sind die Fähigkeiten komplett Schmutz. Wir haben aber einen sehr, sehr guten defensiven Bulk. 145, dafür sind die KP und die Initiative ziemlich für den Arsch. Wir haben Protzer, können uns damit boosten, Angriff und Verteidigung. Wir haben Ableit-Typ, um uns wieder hochzuheilen auch. Kraftabsorber insgesamt auch nett. Zornesfaust. Natürlich auch ganz cool ist, um den Angriff nochmal zu boosten, weil wir so tanky sind. Zugang zu Feuerschlag, Ice Beam, Donnerschlag bei Bedarf. Regelung kommt relativ spät, wir sind halt bulky. Schade, dass die Fähigkeiten für den Müll sind. Naja, Zornesfaust, du kannst dich natürlich mit Kraftabsorbern so hochhalten. Vielleicht echt ein guter Carry sogar. Hat echt ein gutes Moveset an sich. Packen wir mal zu guter Carry mit hoch. Opius. Wieder Beeren, Chlorophyll freut sich über Sonnenschein, was ziemlich wichtig ist eigentlich. Wird bei Sonnenschein in jeder Runde zu KP verlosten. Ja, und zwar halt Sonnenschein. Es war halt Setup von Beeren und Sonnenschein. Defensive Typing ist natürlich voll für den Arsch. Sehr viele Schwächen und vier Eisschwäche leider. Der Männer frisst die Beere, die er trägt, wodurch seine Verteidigung stark erhöht wird. Was davon funktioniert nicht? Sprießbomben, Apfelsäure, Erdkräfte. Ich glaube, ohne Sonnenlicht ist es schon ziemlich kacke. Sehr langsam, hat sehr viel schlechtes Typing. Ja, sobald es Sonne bekommt, ist es sogar ziemlich solide. Dann haben wir eine Initiative von 102. Und wenn Setup von Bern bekommt, dann macht er hier schon ein bisschen Blödsinn. Packen wir mal zu Setup. So, nach Tropius kommt Palimpalim. Bankrock erhöht die Stärke von eigenen Lärmattacken und halbiert den Schaden, den das Pokémon durch Lärmattacken leidet. Hat Schwebe. Drei Schwächen. Wir eine Immunität, zwei Resistenzen. Ja, Werte sind so lala. Relativ langsam. Rückiger als man denkt. Nisterladung, Schauderspruch, Loderlied, Überschallknall. Was natürlich eigentlich generell sehr, sehr cool ist. Das Ding ist halt, wir entwickeln uns relativ früh mit. Und mit den Egg-Moves sind wir im Early Game ziemlich, ziemlich stark, finde ich. Early Carry mit den Attacken, die nochmal verstärkt werden. Wir haben eine frühe Entwicklung. Palimpalim für mich auf jeden Fall ein Early Carry. So, nach Palimpalim kommt Absol, wo es mittlerweile auch eine Mega-Evolution gibt zum Mega-Absol. Stärke von schnellen Attacken des Pokémon steigt. Magiespiegel funktioniert leider momentan nicht. Einen sehr hohen Angriff. Spezialangriff auch sehr solide und hohe Initiative an sich. Dafür hat es absolut gar keinen Bulk geführt. Dafür auch nur drei Schwächen an sich. Kniefallspalter, Sanktoklinge, Psychoschneider und Reueschwert. Sehr viele gute Attacken, die natürlich stärker werden durch scharfkantig. Wir sind halt im Early Game schon relativ stark, weil natürlich Absol früher keine Weiterentwicklung hatte. Zugang zu Tiefschlag, was natürlich auch immer ganz nett ist. Ja, ich meine, alleine, dass wir halt einen 150er Angriff haben mit Tiefschlag,
Und scharfkantig, aber es ist keine Schnittattacke, Tiefschlag. 115 Initiative ist auch ziemlich solide. Einfach guter Carry vielleicht. Einfach guter Carry. Ich glaube, den jetzt als Early Carry reinzupacken, kommt dem nicht gerecht. Packen wir auch zu guter Carry. Wir sind sehr, sehr gnädig heute geführt. So, kommen wir zu Schnäppke. Schnäppke zu Fenontor oder Frosteacher. Aber noch cooler natürlich für Fenontor gehen wir. Löst halt Hagel aus. Attacken vom Typ Normal nehmen den Typ Eis an. Auch sehr cool. Die Initiative ist solider. Vor allem sind wir natürlich aber auf Angriff ganz gut dabei. Aurora-Schleier ist natürlich bei Hage sehr, sehr geil. Wir können uns defensiv gut boosten. Wir haben auch Zugang zur Finalformation, um uns generell gut hoch zu boosten. Im Schallwelle, was natürlich auch nochmal Frostschicht hat. Es wird daraus eine Eisattacken-Schallwelle. Einfach guter Carry overall. Ich weiß nicht, ob ich den in Solo-Carry packen möchte. Ich glaube, der ist einfach generell sehr gut mit dem, was er macht. Initiative ist halt fein, man kann sich boosten bei Bedarf. Heute bräuchte ich andere Fähigkeiten, um Solo-Carry zu sein. Packen wir den mal in gute Carry rein. Seemob, Sejong, Walreise. Hat Speckschicht gegen Feuer und Eis. Der Rest ist so lala. Wir sind da jetzt sehr langsam, wir haben dich aber schon gespielt. Die anderen Werte sind eigentlich ziemlich solide insgesamt. Im Gefriertrockner, Tagedieb, Dampfschwall, Rollwände. Solide Eckmoves insgesamt. Packen wir dich denn hin? Ich fand den gar nicht so bad insgesamt. Ist halt schon besser als ein Yugong zum Beispiel, finde ich. Aber guter Carry würde ich auch nicht unbedingt sagen. Vielleicht Potenzial. Ich glaube nicht, dass es Müll ist. Aber es ist auch kein guter Carry. Wenn ein Potenzial. Perlo, zu Alabis und Sagnabis. Was ist cooler? Beide haben halt auf jeden Fall Regen. Haben wir noch Aquahülle. Beide haben auch Wassertempo, was natürlich auch nochmal sehr, sehr cool ist. Initiative wird dann verdoppelt. Was aus den beiden Pokémon eigentlich ziemlich coole Pokémon macht. Immer haben wir Angriff, immer Spezialangriff. Wassertyping hat immer sehr solide. Generell gute Stärken. Ich glaube, guter Carry overall sogar. Hausbruch haben wir sogar. Niesel, Wassertempo und Hausbruch. Haben die Solo-Carry-Potenzial? Das große Problem ist halt nur, Niesel ist halt nur 5 Runden. Verlieren, okay, wenn sie Hausbruch machen, dann ist das halt whatever. Vielleicht sind sie sogar echt Solo-Carry-Potenzial. Weil die sind recht bulky. Das große Problem ist bei denen die Initiative, aber das wird durch Niesel und Wassertempo gut ausgeglichen. Ich glaube, die haben Solo-Carry-Potenzial. Eiskreisel, Dampfschwall. Vorne ein bisschen Rage-Bait. Perlo auf die 1. Aurelikan, der hat vorhin abgefuckt. Reduziert die Stärke von sehr effektiven Attacken, verringert damit den Schaden, den das Pokémon durch sie erleidet. Regen erhöht Initiative, hat sich dadurch auch sogar eigentlich Initiative. Kriegt keinen Rückstoßschaden, hat halt sehr, hat ein paar Schwächen, sehr viel ist übertrieben. Wir haben Body Press, weil wir hohe Verteidigung haben, gefällt mir mal sehr, sehr gut mit Sandsammler auch. Und auch Kiemenbiss. Für Kiemenbiss sind wir eigentlich leider zu langsam insgesamt. Kopfstoß, ballert halt richtig stark, kriegen halt keinen Rückstoßschaden. Ich glaube, wir brauchen Regen. Wenn wir Wassertempo bekommen, Regen, wir haben 110 Initiative, dann kann Relikant was. Das ist ein Setup. Im Regen ist der Fisch gut. Ohne Regen stirbt er. So, kommen wir zu Libiscus. Hat auch Wassertempo. Wird nicht unbedingt gewonnen durch Multischuppe. Es ist halt schnell und sonst kann es halt nichts, ja. Es hat halt sehr, sehr schlechte Werte leider mit 330. Es ist Trash leider. Libiscus. Herz, Herz, Herz. Liebe in den Müll. So, kommen wir nun zu Kindwurm into Drasche Mega Brutalander. Muss ich dazu viel sagen? Haben wir vorhin gespielt in der Drachen-Challenge. Und da haben wir nicht mal die Mega-Evolution gehabt. Und da war es schon Solo-Carry-mäßig. Sieht gar nicht so sehr anders aus, eine Mega-Evolution. Hat natürlich insane Werte, hat Zugang zu Drachentanz, einen Großklingstoß, was natürlich momentan P ist. Das heißt, man kriegt sogar den doppelten Schaden nicht. Das heißt, du hast einfach eine 120er Drachenattacke, die halt komplett reinhaut mit Drachentanz. Wir sind schnell, wir sind bulky. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Solo-Carry-Kindwurm. Kommen wir zum nächsten sehr, sehr coolen Carry. Habe ich, glaube ich, in meiner ersten oder zweiten Classic Run gespielt. Tunnel, Metang, Metagross, Mega Metagross. Bleitvolle Immunität gegen alle Bodenattacken. Die Stärke von direkten Attacken. Wir haben sehr gute Werte. Sehr, 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 sehr solide insgesamt. Wir sind schnell, wir sind bulky, wir haben alles. Wir haben generell sehr viele gute, wir haben gutes Typing. Mit Stahl Psycho haben wir nicht so viele Schwächen, sehr viele Resistenzen. Wir haben Zugang zu sehr vielen guten Sachen. Wir können Angriff und Initiative stark erhöhen. Wir haben auch nochmal sehr coole Eggmoves. Die waren sogar mal anders, soweit ich weiß. Ich habe echt die Eggmoves nochmal geändert gehabt. Aber insgesamt auch Metagross. Definitiv ein Solo-Carry. Regirock. Sehr hohe Verteidigung mit 200. Wir haben Robustheit. Wir erzeugen Sandsturm, was auch nochmal, weil es Gesteins-Pokémon ist, die Spezialverteidigung um 50% boostet, right? Das heißt, wir sind generell sehr, 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 sehr bulky. Nur haben wir nicht so viel Initiative. Wir sind halt arschlangsam. Aber wir haben Zugang zu Body Press. Body Press mit 200 Verteidigung ist wieder sehr, 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 sehr cool. Wir können uns hochheilen bei Bedarf und haben wir Zugang zu Eisenabwehr, haben wir. Ich hätte Regirock sogar Solo-Potenzial, weil wir auch so hohe Spezialverteidigung haben durch den Sandsturm. Komplett unterschätzt, finde ich. Genesung und Pökesalz auch noch bei Bedarf, ja. So, kommen wir zu Regi-Eis. Regi-Eis. Löst Hagel aus. Eis hat funktioniert leider momentan nicht so. Das ist halt das Gegenstück. Wir haben eine sehr hohe Spezialverteidigung. Und im Hagel
kriegen Eis-Pokémon mehr Verteidigung, right? Die Initiative ist natürlich sehr, sehr gering. Wie gesagt, das Gegenstück zu Regirock. Nur haben wir hier natürlich jetzt keine Body Press. Und stattdessen zum Beispiel Mutschub. Können uns damit boosten im Genesung Gefriertrockner. Aber Spezialangriff ist bei 100. Ist einer meiner ersten Shiny Legis gewesen. Habe ich auch, glaube ich, in meinen allerersten Endless Run gespielt. Ich denke eigentlich eine sehr starke Bindung zu Megeist. Wir haben Blizzard. Jetzt Kanonis Whatever. Hyperstrahl, Eisstrahl, Antikraft. Ist okay. Den kann man schon als guter Carry verkaufen, finde ich. Kommen wir zu Registeel. Registeel habe ich in meiner Stahl-Challenge gespielt und der hat überwiegend sogar hart carrying können mit Body Press. Ist auch wieder sehr, sehr tanky natürlich, hat diesmal nur beide Werte relativ hoch, hat sehr viele Resistenzen an sich und hat sogar nochmal Filter, dass man noch weniger Schaden leidet durch. Wir haben auch Zugang zu Riesenhammer sogar. Der Angriffswert ist halt so lala, aber Body Press geht nur auf die Verteidigung und wir haben auch Eisenabwehr, richtig? Wir haben Genesung auch. Für viel mehr Resistenzen. Wir müssen sich Registeel auch schon fast als Solo-Carry sehen, oder? Ist eigentlich auf dem gleichen Level wie Regirock, muss man sagen. Irgendwie sind ein paar Pokémon zu viel in Solo-Carry-Potenzial geführt. Latias, einer meiner Lieblings-Endless-Carries. Muss man auch nicht viel zu sagen, oder? Wir haben Seelenherz, wir boosten unseren Spezialangriff, mal wenn wir Pokémon töten, dadurch boosten wir uns von Natur aus. Immer noch Schwebe. Wir haben relativ viele Schwächen leider als Drache-Psycho für den Drachen, aber auch viele Resistenzen. Wir sind halt gut schnell genug, aber auch bulkig und haben auch einen soliden Spezialangriff. Zugang zu Sanktionskern, was auch Doppelkämpfen ganz gut ist. Wir haben mit Falterreigen die Möglichkeit, uns auch nochmal zu boosten. Latias. Definitiv ein Solo-Carry. So, kommen wir jetzt zu Latios. Latios, das Gegenstück zu Latias, hat eine andere Fähigkeit als Latias. Hier haben wir die Aufwertung, dass nicht sehr effektive Attacken trotzdem normalen Schaden zufügen. Dafür haben wir jetzt nicht das Seelenherz, um uns zu boosten. Im Vergleich zu Latias sind wir halt, haben wir einen hohen Spezialangriff. Initiative ist halt generell cool, dafür sind wir nicht so bulkig. Also wir kriegen nicht mehr Schaden rein. Wir haben auch Zugang zu Sanktionskern und Falterreigen wie bei Latias. Falterreigen reicht eigentlich aus, dass wir uns generell sehr, sehr gut boosten können und bei Bedarf sogar Kraftvorrat, was natürlich auch nochmal sehr, sehr viel Schaden macht, weil wir ja Psycho sind. Genau wie Latias auf jeden Fall ein Solo-Carry. Kyogre zu Proto-Kyogre im Regengenuss und Urmeer, was natürlich auch Regen erzeugt, was sehr, sehr stark ist. Wir haben halt sehr hohen Spezialangriff und sehr, sehr bulkig auch. Ist einfach generell ein sehr, sehr starkes Pokémon. Wir haben Blubsauger, wir haben auch Zugang, den Spezialangriff drastisch zu erhöhen. Aber wir haben halt nur 90 Initiative und dadurch können wir eigentlich gar nicht unbedingt outspeeden, aber ich glaube, das Pokémon ist einfach so stark genug, dass es trotz all dem einfach Solo-Carry ist. Solo-Carry-Potenzial. Kommen wir zu Groudon. Proto-Groudon. Ein sehr hoher Angriff, auch wieder sehr bulkig an sich. Gegenstück zu Kyogre, macht halt Feuer, Feuer. Wir haben Zugang zu Felsachs, Solarklinge, trifft auch dann auch instant bei Bedarf. Wir können uns auch wieder hochheilen ordentlich. Wir haben Läuterfeuer, ballert halt sehr, sehr gut rein. Wir können uns nicht boosten an sich, aber wir sind, glaube ich, trotzdem einfach nur wegen 180er Angriff. Kleiner Fun Fact, ich habe Groudon gespielt in meiner, ich glaube, der ist nicht Solo-Carry-Potenzial, der geht ziemlich unter gegen Rayquaza. Ich glaube, ich würde den nur als guter Carry reinpacken. Ich brauche noch was für Ragebait, dass wir den in ein guter Carry packen, wenn ich meinen Tierlist, meinen Thumbnail mache. Dann kann ich Pandir über Groudon packen. So, kommen wir zu Rayquaza. Muss ich dafür jetzt so sagen. Mega Rayquaza, der Albtraum für jeden, der Pokerock neu anfängt. Machen halt das Wetter kaputt. Sehr hoher Angriff, Spezialangriff, generell bulky, krasse Werte. Ja, ich glaube, wir müssen uns nicht mal boosten, um Solo-Carry sein zu können, oder? Wir haben sogar Drachentanz bei Bedarf. Wir müssen ja auch nicht um den heißen Brei reden, Rayquaza einfach. Eins der insanesten Pokémon, denke ich mal, im Spiel. Definitiv Solo-Carry-Potenzial. Du kannst nicht Perlu und Pandy an Solo packen, Groudon eins drunter. Doch, kann ich. Kann ich, aber sowas von kann ich das. So, kommen wir zu Jirachi. Pokémon ist ununterbrochen im Halbschlaf. Ist halt ganz cool, dass wir dadurch keinen Status, kein Statusblödsinn bekommen. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Zusatzeffekte von Attacken auftreten, ist aber auf P. Gutes Typing natürlich als Stahlpsycho. Eisenschäde, Schwebesturz, Steinhagel und auch Gangwechsel. Gangwechsel macht eigentlich, dass wir vielleicht Solo-Carry sein können. Erhöht Initiative und Angriffswert ziemlich solider. Gutes Typing. Ich glaube, Jirachi hat eigentlich dann auch insgesamt Solo-Carry-Potenzial, oder? 60% Flinch-Wahrscheinlichkeit. Funktioniert aber noch nicht richtig, oder? Mit Eisenschädel. Schon sehr, sehr frech, ja. Mit Schwebesturz, Schreck zurück, Schreck zurück, Schreck zurück. Vor allem, wenn Edelmut funktioniert, ist Jirachi schon sehr, sehr stark. So, last but not least. Wir sind so langsam durch. Deoxys. Welche Form muss ich mir da angucken? Keine Ahnung, ich habe es noch nie gespielt, Ding. Wir sind schnell, wir hohen Angriff. Abgangstirade, Lichteinschlag, Erdkräfte, Kollisionskurs. Echt, man spielt auf Speed? Meinst du, das ist zu Glaskanone? Wenn damit outspeedest du auch schon alles eigentlich. Damit kannst du einen Tank hitten. Damit bist du mal One-Shot eigentlich. Nie gesehen, dass ihn jemand gespielt hat überhaupt. Da muss einfach nur einmal, wie heißt das? Also wenn du ihn so spielst, dann kommt einmal ein Tiefschlag, dann bist du tot.
Hältst du halt einen Tiefschlag aus, aber vielleicht einfach nur guter Carry. Hat nichts, um sich krass zu boosten, leider. Ich glaube, Groudon braucht hier noch einen Partner. Ein guter Carry overall. Aber insgesamt, die Gen hat echt viele krasse Pokémon, ne? Wenig, was diesmal Müll landet. Perlo und Pandya auf die 1. Groudon, Deoxys, 1 drunter bitte.